wesentlich ist, dass sich das Verhalten der Menschen ändert und dass sich das Verhalten auch der Männer im Umgang mit ihren Frauen ändert, dass hier ein Umdenken erfolgt, dass Männer auch nachlernen und umgehen können mit Trennung, mit Aggressivität, mit Spannung, mit Wut, mit Kränkung, mit diesem verdammten Ehrbegriff sozusagen. Aber ich muss auch etwas sagen, auch wenn mir das viel Kritik einbringt. Ich möchte auch eindringlich einen Appell an alle Frauen, die geschlagen werden, richten. Ich habe gerade gestern mit einer gesprochen. Das sind oft geprügelte Frauen, die immer wieder glauben, es ändert sich alles, die keine Anzeige machen und die, wenn sie selbst dann irgendetwas sozusagen einmal zur Anzeige bringen, alles wieder zurücknehmen wollen. Das ist fatal, das kann ihnen das Leben kosten. Was soll sich denn ändern binnen kurzer Zeit? Das ist eine Wunschfantasie und meist eine Illusion. Und so weiß man nicht und glaubt, es hat jemand gar kein Betretungsverbot und ist nie in Erscheinung getreten. Und eigentlich hat er schon eine Prügelvorgeschichte, die immer gedeckt wurde von der Frau. Das ist wirklich ein Jammer, muss man sagen. Und auch hier gehört nachgearbeitet. Üblicherweise, es gibt kein einziges Täterprofil. Man kann sagen, es sind, wenn dann Menschen, die mit Konflikten schlecht umgehen können, die keine Bewältigungsstrategien haben, die so wütend und hasserfüllt sind, wenn sich jemand von ihnen abwendet oder wenn etwas nicht nach ihrer Vorstellung geht, weil sie auch manchmal im Rahmen ihrer Erziehung als Mann so geprägt werden und in manchen Kulturen ist das ganz stark, dass eigentlich der Wille des Mannes der einzige ist und auch gelten muss. Und alles muss dem unterstellt werden. Das heißt, der andere wird nur als Anhängsel von einem selbst wahrgenommen. Und wenn der nicht funktioniert oder wenn der nicht pariert sozusagen, dann gibt es Prügel. Und die Frauen glauben oft, das ist das einzige Mal. Oder sonst ist er ja eh sehr nett zu mir und das wird nie mehr vorkommen, weil Männer sagen das ja auch selbst. Oder sie setzen Frauen unter Angst und drohen, wenn sie eine Anzeige machen, dann. Bei den ersten Anzeigen, wenn einmal Prügel passiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass öfters Prügel passiert sind. Wenn öfters schwere Gewalt angewandt wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass zukünftig sehr schwere Gewalt angewandt wird. Alles andere ist Illusion und Wunschfantasie. Ich sehe es überhäufig, dass Frauen sehr lange schweigen. Leider trifft es oft Frauen, die Prügel und Gewalt von früh auf kennen und die wieder in so eine Beziehung geraten, unbewusst. Man im Wiederholungszwang wählt man sich etwas, einen Mann, der gewissermaßen vertraut ist, wie er mit einem umgeht. Und man glaubt selbst, man wird diesen Mann heilen. Das ist eine Illusion, eine Selbstüberschätzung. Jemand, der prügelt, den heilt man nicht. Der braucht klare Grenzen und zwar sofort. Weggewiesen und nicht wieder sogleich zurückgenommen, weil er hat sich eh entschuldigt und er wird gewissermaßen nie mehr das machen. Das glaubt der Täter oft im Moment selbst, die Frau glaubt es auch und kehrt um, ist die nächste Prügelei, die nächste Gewaltaktion im Gang. Das muss man allmählich lernen und hier setzen Freiheitsstrafen eine ganz straffe Grenze und man muss sagen, sonst werden die nicht wach, weil die Täter oftmals die Auslöser für das eigene Fehlverhalten nach außen verlagern und sagen, naja, sie hat mich provoziert, das kann auch vorkommen, aber ist kein Grund, dass man jemanden prügelt oder Gewalt anwendet oder gar das Verbrechen der Tötung begeht.